Willkommen, liebe Zuschauer, bei History Live, dem historischen Quartett auf Phoenix. Napoleon, Tyrann oder Reformer? Darüber diskutieren wir heute, 200 Jahre nach der Schlacht von Waterloo, mit der deutsch-amerikanischen Historikerin Karin Hagemann von der Universität North Carolina in Chapel Hill und der American Academy hier in Berlin. Dem Historiker Etienne François vom Frankreich-Zentrum der Freien Universität Berlin und dem Historiker Marian Füssel von der Georg-August-Universität in Göttingen. Frau Hagemann, an Napoleon schieden sich bereits zu Lebzeiten die Geister, und sie tun es immer noch. Die einen sahen und sehen in ihm vor allen Dingen den Reformer, die anderen eher den Tyrannen. Was stimmt denn nun? Beides. Das ist sicher eine Antwort, die auf den ersten Blick unbefriedigend ist. Aber befriedigend ist aber in der Tat, war er beides. Er hat die politische Landschaft Europas, das Gesetzwesen Europas in einem reformerischen Sinne anschließend an die französische Revolution verändert, weitreichend verändert. Und zugleich hat er mit seiner militärischen und imperialen, wie wir heute sagen, Machtpolitik, war auch ein Tyrann. Er hat unter anderem diese Reformen auch im Militärbereich oder im Finanzbereich oder im Staatswesen durchgeführt, um auch die Kriege zunehmend zu finanzieren. Und je länger die Kriege gedauert haben, desto mehr wurde er vor allem in den okkupierten Regionen, ja, und man muss da wirklich die Dimension sehen, in den okkupierten Regionen ist er auch als Tyrann wahrgenommen und auch so bezeichnet worden. Also in der zeitgenössischen Propaganda Preußens oder Österreichs oder Russlands und auch Großbritanniens wurde er als Tyrann bezeichnet. Immer wieder und als Teufel und also als Inkarnation des Bösen. Die Karriere unseres Helden war ja fulminant. Ein unbekannter Mann aus Korsika wird binnen weniger Jahre Herrscher über Frankreich und Europa. Wie war so etwas möglich? Da sind zwei Gründe zu nennen. Das Militär war immer schon ein Kanal sozialer Mobilität. Als junger Artillerieoffizier, der sich gut bewährt hat, hatte er alle Möglichkeiten des Aufstiegs innerhalb der militärischen Hierarchie. In den Revolutionskriegen wurde permanent Krieg geführt. Man brauchte also solche tatkräftigen Heerführer, wie Napoleon es war. Und natürlich die tatsächlichen politischen Krisen, Umbrüche, die unheimliche Dynamik der Zeit, machte es solchen Aufsteigern möglich, selbst sozusagen ein Mann der Tat zu sein und durch einfach Fakten zu schaffen und durch diese Erfolge, die er dann auch sehr geschickt propagandistisch ausgemünzt hat, sich als die Person zu empfehlen, dem französischen Volk, die den Weg in die Zukunft weisen wird. 200 Jahre Waterloo, Herr François, diese Schlacht erhitzt ja offenkundig noch immer die Gemüter, wie man kürzlich sehen konnte, als Paris in Brüssel bei der Europäischen Union protestierte, damit Belgien keine Münze rausgab, die an Napoleons Niederlage erinnerte. Wie stark ist denn der Nationalstolz der Franzosen auf Napoleon noch immer? Napoleon gehört in Frankreich zu den drei beliebtesten historischen Persönlichkeiten, zusammen mit General de Gaulle und mit Ludwig XIV. Weil alle drei, und das gilt nicht nur für Napoleon, verkörpern eine Mischung aus Glanz, Ruhm und Ausstrahlung nach außen. Und in einem Land wie Frankreich, wo man heute sehr an die eigene Zukunft zweifelt, sind solche Persönlichkeiten ein Ausgleich. Man weiß nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Jeder weiß in Frankreich, dass Frankreich nicht mehr das Führerland in Europa war. Wird es vielleicht wieder, wenn die Geburtenrate weiter so ist wie ja, jetzt. Im Vergleich zu Deutschland, aber nicht im Vergleich zu den anderen Ländern. Aber auch wenn Frankreich inzwischen zu einer zweitrangigen Macht geworden ist, trotzdem bleibt etwas von einer strahlenden, ruhmreichen Geschichte und das ist eine Form von Trost. So würde ich sagen, eine Mischung aus Trost und Abenteuergeschichte. Denn bei allen negativen Aspekten von Napoleon, worüber wir sprechen werden, bleibt Napoleon ein Genie ohne Zweifel. Und wenn ich einen Vergleich mit Deutschland ziehen würde, ich würde ihn mit Friedrich II. Vergleichen, der auch ein Genie sondergleichen war und auch ein Feldherr ohne Rücksichten auf die Verluste seiner Kriege.
Nun war ja diese Genie doch ein Kind der Französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Aber er erklärte sie ja irgendwann mal einfach für beendet und ließ sich dann zum Kaiser krönen. War das Zynismus oder Verrat an den Idealen der Revolution? Was meinen Sie? Ich glaube, dass Napoleon selber in gewisser Weise sich vorgestellt hat, auch die Ideale der Revolution fortzuführen. Selbsttäuschung oder real? Ich denke, also ich habe Probleme mit dieser Vorstellung, dass solche historischen Figuren sich selbst täuschen oder dass Ideologien nur Ideologien sind. Ich glaube, dass er selber geglaubt hat, und wenn man die Biografien liest, dann deutet vieles darauf hin, dass er die Revolution, die Gedanken der Revolution, die Ideale der Revolution fortgeführt hat und sozusagen gleichzeitig modifiziert hat und ein Stück Ruhe und Größe wieder zurückgebracht hat. Ich meine, die Revolution war durchaus für breite Kreise der französischen Bevölkerung, Etienne François kann da viel mehr zu sagen, aber eine Krisenerfahrung. Ja? Das war eine krisenhafte Situation. Die Revolutionskriege waren durchaus nicht ungebrochen erfolgreich. Und insofern war die Sehnsucht in Europa, nicht nur in Frankreich, nach der Jahrhundertwende Stabilität. Und Stabilität wurde durchaus durch Könige und Monarchen repräsentiert. Also die Ideen der Republik waren nicht die Ideen, die von allen auch schon gar nicht im deutschsprachigen Raum, aber auch in Frankreich geteilt wurden. Ich denke, dass er wirklich geglaubt hat, die Ideen der Revolution fortzuführen und auf eine neue Ebene zu bringen. Natürlich ist da auch bei so einem Genie, das hat Charisma, da ist natürlich auch die Sehnsucht nach Größe, nach Verewigung in der Geschichte, spielt sicher auch eine Rolle. Also es hat viele Dimensionen. Aber ich denke, dass das, also dass man das auch wieder ein Stück nuanciert sehen muss. Und nicht dieses Entweder-Oder ist, glaube ich, zu einfach, um ihn zu verstehen. Sie reden von Stabilität, dass die Menschen auch in Frankreich ersehnt haben. Aber war es denn Stabilität, wenn man die Söhne des Landes durch halb Europa ragt, halb Europa treibt auf die Schlachtfelder, wo viele gestorben sind? War das Stabilität? Das begann mit Stabilität und das war Stabilität bis zum Ende in gewissen Hinsichten. Das begann mit Stabilität zuerst, weil Napoleon als erster den bürgerlichen Frieden in Frankreich wiederhergestellt hat, weil er eine starke Unterstützung auch vom Volk hatte. Das ist eine plebiszitäre Macht, die er hat. Er hat das bestätigen lassen durch die Wähler, was kein anderer Machthaber in Europa machen konnte. Und er hat gleichzeitig mit der Wiederherstellung des bürgerlichen inneren Friedens in Frankreich Institutionen geschaffen, die so etwas wie die Grundpfeiler der französischen Gesellschaft und der französischen Struktur waren für die Zeit, wie auch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Neuregulierung der Finanzen, die Schaffung des Francs, die Neuordnung der Verwaltung und des Justizwesens mit dem Code Civil, die Neustrukturierung der Verwaltung mit den Präfekten, mit der Zentralisierung, mit einer geordneten Beamtenschaft, das alles ist wichtig. Und vergessen wir nicht, Napoleon hat zu Beginn den Niveau der kriegerischen Auseinandersetzung mit Europa runtergefahren. 1802 herrschte Frieden überall, auch mit Großbritannien. Es gab ein Jahr Frieden in Europa zwischen 1802 und 1803. Ein Jahr. Aber immerhin. Der Beginn war vielversprechend. Und daran haben sich viele Franzosen geklammert. Und als dann die Kriege wieder begannen, die Kriege wurden alle außerhalb von Frankreich durchgeführt. Mhm. Die Armeen waren nicht so zahlreich und die Siege von Napoleon waren so glänzend, dass der Gewinn für Frankreich und für die Franzosen auch im Sinne von Eroberung und Ausbeutung viel höher war als der Verlust im Anbetracht der Verluste auf den Schlachtfeldern. Nun hat ja dieser Napoleon, Herr Füssel, auch das Heilige Römische Reich deutscher Nation wesentlich mit zerschlagen. Gleichwohl war er doch in deutschen Landen, auch in seiner eigenen Schöpfung, dem Rheinbund, zumindest am Anfang ja
in hohem Maße populär. Warum war das so? Weil er den Code Civil exportiert hat, moderne Gesetze, die zum Beispiel Juden auch nicht ausgrenzten oder anderes mehr. Man, ein großer Fan war ja zum Beispiel Goethe. Ja, da kommt man ja auch nicht von ungefähr drauf. Wie ist das alles zu erklären? Also in den deutschen Ländern ist es so, dass es ein sehr heterogenes Bild. Es gibt Länder, in denen es sehr beliebt war. Es gibt andere, in denen das weniger der Fall war. Man muss auch sozial differenzieren zwischen den intellektuellen Eliten, die natürlich ein ganz anderes Interesse daran hatten, einen radikalen Modernisierer zu willkommenen, der also mit den alten Zöpfen des alten Reiches gewissermaßen aufräumt, der für Reformprojekte, der überhaupt für Innovation in einer gewissen Weise steht, während hingegen die einfache Bevölkerung, eine Familie, die ihre Söhne an den Krieg verliert, natürlich ganz andere Gefühle gegenüber dem Napoleon hatte. Wo war er denn beliebter und wo weniger? Wie gesagt, man kann das einerseits an der sozialen Leiter sagen, dass es sozusagen unter bestimmten Eliten beliebt war. In Regionen kann man es gar nicht so eindeutig sagen. Es gab keine Region, wo er total unbeliebt war und keine Region, wo er total beliebt war. Ich meine, die Regionen, die mit ihm gekämpft haben, zum Beispiel Bayern, haben natürlich bis heute eine ganz andere, jetzt gerade eine große Landesausstellung in Bayern, haben ein ganz anderes Verhältnis zu Napoleon als Regionen, die er aus militärischer Ausplünderung, Kontributionen, Zahlen und so weiter betroffen waren. Also das ist je nach Betroffenheit jetzt auch rein physisch materiell natürlich ganz unterschiedlich, wie beliebt oder unbeliebt der Kaiser war. Und es hängt natürlich auch in der zeitlichen Entwicklung davon ab, von welchen Jahren wir jetzt sprechen. Es war also nicht zu allen Zeiten in Deutschland das Napoleon-Bild gewissermaßen geteilt, sondern da gibt es große Schwankungen, die mit den militärischen Erfolgen und Misserfolgen einhergehen, die auch mit den Krisen, die die Bevölkerung erlebt, einhergehen. Insofern ist das nicht ganz eindeutig zu beantworten, dass man sagen könnte, Napoleon war in Württemberg beliebter als in Westfalen oder in Preußen unbeliebter als in Norddeutschland, sondern man muss nach Region, Zeit und vor allem Bevölkerungsgruppe, über die man spricht, immer dann unterscheiden. Herr François? Ja, man könnte problemlos ein bisschen Politik-Fiction machen. Stellen wir uns vor, Napoleon hätte den Russlandfeldzug gewonnen. Dann wäre, ich bin davon ganz fest überzeugt, aus den 4 Departements vom linken Rheinufer so etwas, ein Prozess hätte sich entwickelt, der durchaus vergleichbar wäre mit dem Prozess der Annäherung und der Integration vom Elsass im königlichen Frankreich im 17., 18. Jahrhundert. Also meine Heimatstadt Mainz wäre dann endgültig französisch geworden. Mainz war schon sehr französisch 1810. Und wie gesagt, wenn Napoleon nicht so tollkühn gewesen wäre und alle provoziert hätte, das hätte sich fortgesetzt problemlos. Und 1820, 1830 wären alle Bewohner dieser Region zweisprachig geworden und überzeugte Franzosen. Wenn wir von diesen Reformen sprechen, von denen Herr François geredet hat, Code Civil, Zentralisierung der Verwaltung, Schaffung des Fonds etc. etc., war das nun edler Selbstzweck oder war das auch die Schaffung eines möglichst effektiven Staates für weitere Eroberungen? Das hängt ganz davon ab, über welche Region wir sprechen. Also ich würde dem Kollegen nicht ganz zustimmen. Ich denke, es gibt erhebliche regionale Unterschiede, dass die Gebiete, die zur Konföderation Rheinbund, mein Englisch und mein Deutsch, zum Rheinbund gehört haben, dass die stärker auch profitiert haben, dass dort auch die Reformen wirklich zu einer erheblichen Modernisierung beigetragen haben, aber angetrieben und also auch durchgesetzt wurden von der französischen Seite sehr stark auch, um die Kriege führen zu können. Das heißt, der Krieg hat den Krieg ernährt und die Reformen waren auch im Finanzwesen zum Beispiel waren in erheblichem Maße notwendig, um die Kriegsfinanzierung zu ermöglichen. Wenn wir uns Preußen angucken oder noch zum Osten gehen oder auch Österreich in den Blick nehmen, ist das Ganze ein bisschen anders. Preußen hat nach 1806, 1807, das war eine massive Niederlage, das ist auch so wahrgenommen und diskutiert worden, und das Preußen ist geteilt worden, es ist nur noch Rumpfpreußen übrig geblieben, das Land war besetzt, das war Okkupation. Und wie wir heute wissen, Okkupationen sind nie beliebt. Ja, das ist also, wenn man wirklich Widerstandswillen kreieren will, dann muss man ein Land besetzen und möglichst
lange dort bleiben und auch möglichst viel aus dem Land herauspressen. Und da gibt es ganz viele Berichte von Zeitzeugen der verschiedenen sozialen Schichten, Adel, Adelsbesitzer bis hin zu den Tagelöhnern, die diese Besetzung und also auch die erzwungene, das erzwungene Bündnis immer mehr als drückend empfunden haben. Das heißt, da gibt es schon Unterschiede. Und dort sind natürlich interessanterweise auch Reformen vorgenommen worden, mit dem Ziel, sozusagen der militärischen und politischen Herausforderung, die durch Frankreich und Napoleon gestellt wurde, also begegnen zu können. Und was wirklich interessant ist in Bezug auf die militärische Seite ist, es ist nicht so sehr, dass die neue Uniform, also sie haben neue Uniformen zum Teil gehabt, sie haben auch nicht so sehr neue Waffen gehabt, sie haben auch gar nicht so sehr neue Taktiken und Strategien entwickelt, es waren die Massen. Mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht sind das Massenarmeen gewesen, wo Gesellschaft und Staat in viel stärkerem Maße herausgefordert waren, um die Kriege zu finanzieren. Und deshalb sozusagen, auch das war wirklich wir haben ja eine größere Forschungsgruppe, das war eine Driving Force, eine der treibenden Kräfte, die diese Reform angetrieben hat. Ja, und insofern stelle ich natürlich mich selbst auch ein bisschen in Frage, weil ich vorher gesagt habe, ja, er war Reformer, aber er war ein Reformer, der auch eine bestimmte politisches Programm hatte und also wirklich auf die Notwendigkeiten seiner imperialen Politik sehr geschickt reagiert hat. Hatte dieser Napoleon denn ein großes Ziel, eine Vision von Europa? Oder wollte er einfach nur Frankreich zur absoluten Vormacht in Europa machen, egal wie, mit Feuer und Schwert? Was war da bei Napoleon? Natürlich hatte er Visionen. Aber da er immer in Bewegung war und da die Konstellation sich immer änderten de facto unter seiner Herrschaft, musste er seine Visionen immer mehr anpassen. Und seine Träume wurden immer mehr auch zu Albträumen, vor allem für die Zeitgenossen. Aber die Vision, wenn er eine hatte, das hat er selber gesagt, zu Lebzeiten und später, als er gefangen war auf St. Helena, das war Frankreich zuerst. Frankreich zuerst, Frankreich als Hegemon, Frankreich als die größte Macht in Europa und ein Frankreich, das von seiner Übermacht profitiert. Das heißt, die Reformen, die in vielen anderen Ländern durchgeführt worden sind und nicht nur in der deutschsprachigen, sondern genauso in Spanien oder in Italien, die waren da, damit die Zwangsverbündete Frankreich helfen können in seiner Machtpolitik und damit die Franzosen nicht zu sehr durch die Last der Kriege und der Finanzierung der Eroberung belastet werden. Das war eben das Entscheidende. Und es gibt immer die Paradoxie der Geschichte. Karen Hagemann erwähnte vorhin die großen Reformen in Preußen. Aber diese großen Reformen sind einfach die Übernahme im besiegten Frankreich, alle Reformen, die Frankreich während der Revolutionszeit und zu Beginn der napoleonischen Zeit durchgeführt hatte, mit einem gewaltigen Unterschied. Diese Reformen waren nicht für Frankreich, sondern gegen Frankreich. Die waren nicht im Geiste der Französischen Revolution, sondern gegen den Geist der Französischen Revolution. Wir haben eben mehrfach schon vom Genie Napoleon gesprochen, das sich natürlich vor allem in seiner Tätigkeit als Feldherr dann auszeichnete. Woran bestanden denn da seine Qualitäten? Nehmen wir doch mal die vielleicht berühmteste Schlacht, die Schlacht von Austerlitz. Mhm. Was war da sein spezielles, ja, ich sag mal Genie? Also die Frage des militärischen Genies muss man auf verschiedenen strukturellen Ebenen beantworten. Zunächst mal ist er Profiteur der Entwicklungen, die mit der Französischen Revolution im Militärwesen eingesetzt haben. Die Levée en Masse hat also eine enorme Heeresaufbringung hervorgebracht. Es gab taktische Innovationen, die Ordre Mix, die also verschiedene Aufstellungen miteinander verband. Es gab technische Innovationen, wie zum Beispiel die Einführung einer berittenen Artillerie. Das waren erstmal alles Strukturbedingungen, auf die Napoleon dann aufbauen konnte. Er war ja Artillerist. Artillerist und das hat natürlich in seiner konkreten Taktik immer eine sehr große Rolle gespielt. Ein zweiter Punkt wäre dann seine eigenen Reformen im taktischen Vorgehen. Er hat zum Beispiel unterschiedliche Armeekorps gebildet, die separat voneinander operierten, die also alle mit Infanterie, Kavallerie, Artillerie ausgestattet waren, die sehr autonom operieren konnten und dann an einem entscheidenden Punkt zusammenkamen. Das ist genau der Punkt,
der auch bei Austerlitz virulent wird. Eine weitere Strategie Napoleons war, schnell in das gegnerische Territorium einzudringen, den Gegner dazu zu nötigen, eine Schlacht zu liefern. Er ist also über Wien schließlich dann bis nach Austerlitz gekommen mit diesen separaten Heeresgruppen, hat dann eine Art Bluff gemacht und den Gegner in einer Umfassungsaktion sozusagen von der Seite oder von hinten gekriegt. Und dann kam das, was ihn als Artilleristen geprägt hat, nämlich diese massive Grand Batterie in der Mitte sozusagen zu positionieren. Und er hat gesagt, eine Schlacht zu gewinnen, ist ähnlich wie eine Festung einzunehmen. Man muss einen Keil in den Gegner hineintreiben, man muss eine Bresche schießen. Und das ging nur mit massivem Artillerieeinsatz. Die Artillerie war sehr mobil und wurde dann konzentriert an einer Stelle eingesetzt, um den Gegner dort sozusagen wund zu schlagen, auch wenn es sich um eine viel größere gegnerische Armee gehandelt hat. Das ist das, was man dann eben als genial empfindet, mit einer unterlegenen Streitmacht, also jetzt quantitativ unterlegenen Streitmacht, eine viel größere Streitmacht tatsächlich zu besiegen. Und das ging eben nur in dieser konzertierten Aktion unterschiedlicher Heeresgruppen und dann einem entscheidenden Schlag an einer entscheidenden Stelle. Der Gegner gerät in Unordnung, wird nervös und dann hat Napoleon gewissermaßen alle Macht, den Sack zuzumachen und mit seiner Niederwerfungsstrategie sozusagen den Gegner vollständig zu besiegen und infolge eines solchen vollständigen Sieges eben eine so eine Art Diktatfrieden zu lancieren und damit seine Expansionsstrategie auf diese Weise erfolgreich zu machen. Warum erinnert mich das, was Sie sagen, in gewisser Weise an die Strategien und Taktiken der Wehrmacht in den Jahren 39 bis 41? Ja, als Historiker hat man ja sozusagen da immer große Schwierigkeiten, auf solche Analogien einzugehen. Ich würde erst mal sagen, Napoleon wusste ja nichts von der Wehrmacht. Klar. Ja, die Wehrmacht aber vielleicht einiges von Napoleon. Ja, ja, eben. Ja, genau. Und dann kommen natürlich diese beliebten Analogien. Hätte er das mit Russland, hätte man das mit Russland nicht ahnen können und so weiter. Das ist sehr müßig, darauf einzugehen. Es gibt natürlich solche militärischen Basissätze, was Strategie, Taktik und auch Schnelligkeit angeht. Und da sind dann auf so einer strukturellen Ebene natürlich solche Analogien möglich. Historisch würde ich sie immer möglichst vermeiden, weil man einfach da Dinge miteinander vergleicht, die völlig unvergleichbar sind. Und das ist auf so einer Abstraktionsebene sozusagen von Landkarten, wo irgendwelche bunten Truppen und Keile sozusagen aufeinander kommen, sieht das immer alles sehr ähnlich aus. Da könnten wir von Hannibal über Napoleon Caesar, bis zur Wehrmacht oder Caesar, könnten wir alles miteinander vergleichen. Mhm. Das ist aber nicht die Art, wie die Geschichtswissenschaft heute Militärgeschichte und Kriegsgeschichte sozusagen eigentlich musste mal gesagt werden, Herr François. Also bei alledem, der am besten die Strategie von Napoleon verstanden hat, war ein preußischer General. Richtig, das Clausewitz. Mhm. Genau. Und Clausewitz wurde dann eingehend studiert bei der Ausbildung der Stabsoffiziere im 19. und auch zu Beginn 20. des 20. Jahrhunderts. Und wenn man die Taktik und die Strategie von Guderian vergleicht mit der von Napoleon, sind die Ähnlichkeiten ziemlich stark. Sehen Sie mal. Ja gut, das sind aber Panzer und nicht Pferde und das ist sozusagen... Naja, ja, aber das ist Mobilität, genau. Geschwindigkeit. Immer die Initiative, nie die Initiative dem Gegner überlassen und am entscheidenden Moment zuschlagen, um am Ende eine Entscheidungsschlacht durchzuführen. Mhm. Und das war eben die Überlegenheit von Napoleon lange Zeit gegenüber seinen Gegnern. Die Gegner waren noch Menschen des 18. Jahrhunderts, wo man versucht, einen gewissen Vorteil gegenüber dem Gegner zu haben, aber nicht unbedingt ihn total zu besiegen. Genau. Napoleon, auch als Sohn der Französischen Revolution, will den totalen Sieg. Und deshalb auch und dafür sind alle Mittel recht. Und solange es ihm gelungen ist, war er besser. Also gut, dass Sie Clausewitz erwähnen. Das ist natürlich die Abstraktionsebene, die ich gerade meinte, die dadurch Clausewitz erstmals erreichte, dass man den Krieg auf allgemeine Prinzipien runterbricht. Und diese allgemeinen Prinzipien sind auf so einer abstrakten Ebene angesiedelt, dass sie eben Vergleichbarkeit herstellen, die eigentlich jetzt so nicht gegeben ist, dass wir ganz andere Ausrüstung haben. Die Körper der Soldaten sind ganz anders, die Gewehre, die Waffen sind anders, die Mentalität ist eine andere. Und so weiter, ob man sozusagen das Ganze noch als göttliches Strafgericht sieht oder im säkularer Welt aufgewachsen ist. All das sind ganz andere strukturelle Bedingungen. Aber Sie haben vollkommen recht, über Clausewitz als Theorie-Scharnier kommen diese Abstraktionen schnell vernichtend einen Schlag zu führen. Natürlich auch in die deutschen Generalstäbe und wirken dann bis in das Zeitalter der Weltkriege natürlich so hinein, aber eben auf einer theoretischen Ebene. Und mir ging es also um die Praxis. Als Lehrmeister der deutschen Generalstäbe, das halten wir mal fest. Ich würde da zufügen, dass
wenn man sich also die Kriege von 1813 bis 15 anguckt, durchaus auch die militärischen Generäle, also die Zeitgenossen von Clausewitz, der ja sein Werk vom Kriege erst sozusagen posthum ist ja erst herausgegeben, durchaus genau auch schon versucht haben, von Napoleon zu lernen. Von Feind lernen heißt siegen lernen. Und das kann man also wirklich von den preußischen Reformern sagen. Das heißt, das ist nicht erst durch die Clausewitz-Rezeption passiert, sondern es ist eigentlich interessanterweise schon sozusagen in den letzten Koalitionskriegen angewandt worden. Und darüber hinausgehend, Clausewitz ist ja nicht nur von den deutschen Generälen gelesen worden. Also jetzt in den USA, ja, in den Militärakademien, Clausewitz ist immer noch Pflichtlektüre und das hat also auch schon im 19. Jahrhundert begonnen. Das heißt, es hat eine sehr schnell eine breite Rezeption, unter anderem über Clausewitz, aber auch über die Lektüre der französischen Militärtheoretiker eingesetzt. Und was also interessant ist, um dem Ganzen noch so einen kleinen Dreh zu geben, die deutschen Historiker haben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also Treitschke zum Beispiel, noch triefenden Franzosenhass gepredigt in ihren Schriften. Die Militärhistoriker der preußischen Kriegsschule haben in der gleichen Zeit intensivst das militärische Genie von Napoleon studiert und also eine ganz andere Interpretation schon am Ende des 19. Jahrhunderts von Napoleon geliefert. Gut, jetzt reden wir doch mal über etwas Friedlicheres, nämlich seine Schöpfung, den sogenannten Rheinbund. 16, glaube ich, waren es Fürstentümer rechts des Rhein, Vasallen von Napoleon. Wenn man sich die Landkarte anguckt, war das ja so ein bisschen wie Vorläufer der alten Bundesrepublik, rechts und links das große Frankreich, de Gaulle und Adenauer. Was war denn dieser Rheinbund für Napoleon? Nur ein Klasi, ein Vorfeld, ein Vasall oder doch ein wichtiger Bündnispartner? Alles zusammen. Alles zusammen. Alles zusammen. Natürlich waren das kirchliche Schöpfungen zu Beginn, die da gegründet worden waren, um die Vormacht von Frankreich auf dem Kontinent zu stabilisieren und unter uns gesagt auch als Ausgleich für die Niederlagen Frankreichs auf dem Meer. Es gab Trafalgar vorher, 1805. Gegen Nelson. Ja. Und dann also als Ausgleich, da Napoleon die Briten nicht mehr auf dem Meer besiegen konnte, und das waren die eigentlichen Hauptfeinde von Frankreich. Von Beginn an bis zum Ende. Dann versuchte er, Vorteile auf dem Kontinent zu haben und dort, wo die Französische Revolution begonnen hatte. Das linke Rheinufer gehörte zum Königreich, war voll annektiert. Kaiserreich. Zur Republik wollte ich zuerst sagen. Ja. Zur Republik und dann zum Kaiserreich. Und dann gründete Napoleon an der östlichen Seite von Frankreich Vasallen und Verbündete und eine kluge Mischung von Unterwerfung und gleichzeitig von Vorteilen für diese neue Machthaber. Denn diese wenigen Herrscher im Vergleich zu dem Zustand vorher, wo es mehrere hunderte Herrschaften gab, die hatten alle größere Königreiche, die wurden alle aufgewertet. Zu Königen? Die wurden zu Königen, der König von Sachsen, der König von Bayern, der König von Württemberg. Und wenn sie früher Herzöge waren, dann wurden zu Großherzögen. Also alle wurden aufgewertet. Die Reformen, die sie durchsetzen mussten auf Druck von Napoleon, gaben ihnen auch die Möglichkeit, mehr Einkünfte zu haben, eine bessere Verwaltung, eine größere Armee. Und sie haben auch von dem größeren Markt auf dem europäischen Kontinent profitiert. Das heißt, es war ein Spiel, in welchem am Ende Frankreich gewonnen hat. Aber die anderen haben nicht verloren, mindestens zu Beginn. Und deswegen haben sie ihm die Treue behalten, weil sie wussten, sie wäre zu gefährlich, als Opponent da zu sein. Zumal sie ganz ähnliche Vorstellungen teilten unter sich. Die hatten ein ganz ähnliches Verständnis der Machtausübung, der Politik, der sozialen Ordnung und so weiter.
Nun gab es ja und sprachen alle untereinander Französisch. Französisch, was man nicht vergessen soll. Die Eliten jedenfalls. Ne? Ja. Aber nicht nur die Eliten. Nicht nur die Eliten. Auf dem Schlachtfeld von Leipzig 1813. Die österreichischen, die preußischen und die russischen Generäle haben Französisch untereinander gesprochen. Das war die einzige gemeinsame Sprache. Ja. Und dadurch konnten sie den französischen Kaiser besser besiegen. Besser besiegen. Nun gab es östlich des Rheinbundes ja noch Österreich und Preußen. Die konnte Napoleon besiegen, aber nicht abschaffen. Nach dem Sieg über Preußen ritt er ja durch dieses schöne Tor, das wir hinter uns sehen, als Triumphator. Und als Zeichen seines Sieges ließ er ja die Quadriga auf dem Tor abbauen und nach Paris dann schicken. Pure Beutemacherei oder ein wichtiges historisches Symbol? Wurde das denn klaglos hingenommen hier in Preußen? Es wurde klaglos eingenommen, ja, weil die Preußen oder die Bewohner von Berlin keine andere Möglichkeit hatten. Wenn man total besiegt ist und der Sieger kommt und setzt seinen Willen durch, so etwas hat man in Frankreich nach 1940 erlebt, nach der totalen Niederlage der Dritten Republik. Also das wurde akzeptiert, nicht unbedingt mit großer Freude, aber das ist nur ein Teil einer größeren Politik, die nicht mit Napoleon begonnen hat und die man viel früher schon verfolgen kann bis heute. Die Praxis der Beutekunst als Folge des militärischen Sieges. Wenn heute so wunderschöne Kunstwerke des 17. Jahrhunderts immer noch in Stockholm zu bewundern sind. Warum? Weil die Schweden im Dreißigjährigen Krieg das bis nach Prag erobert haben. Wenn die Museen in Frankreich, aber auch in anderen Ländern viele Kunstwerke aus anderen Ländern haben, nicht nur, weil diese Kunstwerke sauber gekauft worden sind, sondern auch sehr oft erobert worden sind. Und neben dem Transfer der Quadriga nach Paris, wo sie übrigens in einer Ecke im Hof des Schlosses Louvre weilte, gab es natürlich sehr, sehr viele Kunstwerke, die sorgfältig ausgewählt wurden in den Museen von Berlin, von Potsdam, von Braunschweig und von anderen Städten, wie übrigens die Französische Revolution das vorher gemacht hatte und wie der junge Napoleon das auch in Italien gemacht hat. Und wie Hitler es ab 1940 auch ein bisschen gemacht hat, Herr Ja, François? Wie das Göring noch, dass vermutlich Napoleon und vor allem seine Berater einen viel besseren Kunstgeschmack hatten. Der wichtigste Mann in dieser Angelegenheit war Vivant Denon. Und Denon hatte an dem Ägyptenfeldzug von Napoleon teilgenommen. Er gehörte zu der Gruppe der Gelehrten und Wissenschaftler, die mit der, dem Feldzug nach Ägypten auch zur Wiederentdeckung des alten Ägyptens beigetragen haben. Er hat alles nachgezeichnet. Er war selber ein Künstler, ein guter Künstler. Und die haben das in Absprache mit den Direktoren der hiesigen Museen. Und einige der Direktoren sagten, ja, wir haben keine Wahl. Aber wenn unsere schönen Kunstwerke am Ende alle in Paris gesammelt sind, im Louvre, im sogenannten Musée Napoléon, da werden sie noch besser zur Geltung kommen. Und die europäische Öffentlichkeit wird sie dort am Ende besser bewundern können als in einem versteckten, verstaubten Museum in der deutschen Provinz. Bleiben wir doch mal in deutschen Landen, Frau Hagemann. Die Erfahrungen mit der französischen Besatzung oder Beherrschung waren ja von Region zu Region ganz unterschiedlich. Welche Unterschiede gab es denn da? Ja, das hängt, der britische Kollege Michael Brewers spricht von Inner and Outer Empire. Also wenn man der Rheinbund wäre sozusagen noch Teil des imperialen Einflussbereiches. Und ich denke, hier hat der Kollege Etienne François sehr genau beschrieben das und auch der Kollege Marianne Füssel, das ist vor allem die oberen sozialen Schichten, in der Verwaltung, im Militär durchaus sehr lange auch profitiert haben von einer Teilhabe an den imperialen Kriegen. Wenn man sich hingegen Preußen anguckt,
guckt, ist es eine ganz andere Situation. Nach der Niederlage von Jena und Auerstedt 1806 haben ganz viele preußische Offiziere und Beamte ihren Jobs verloren, waren lange arbeitslos, Universitäten wurden geschlossen, die Professoren verloren ihre Karrieren. Die Okkupation hat das Land extrem ausgeblutet. Also wir haben also ziemlich genaue Zahlen und sehr viele Berichte. Es gibt so eine Art Polizeiberichte über die Okkupationszeit und die werden immer dramatischer und dramatischer. Und der Herr König wird immer mehr gewarnt, komm endlich zurück, ja, damit also das Land zusammenhält. Das heißt, für die war das zunehmend dramatisch und auch im Rheinbund oder auch selbst in den Departements, wie also den Hansestädten, je mehr der Krieg anhielt, je mehr Kosten, also finanzielle Mittel notwendig wurden, je mehr Soldaten notwendig wurden, desto höher wurden die Lasten. Und das heißt, dass dann also auch vor allem, also wir haben Proteste, Unterschichtenproteste schon 18, 12, 13, in allen Regionen, in Hessen, in Teilen des Königreichs Westfalen, in Hamburg, in Teilen von den okkupierten Teilen oder nicht mehr dann von Preußen. Das heißt, vor allem die sozialen Unterschichten haben protestiert. Wir haben auch in Frankreich im Übrigen, aber auch in der Konföderation, im Rheinbund, haben wir zunehmend Desertationen. Also diese jungen Männer wollten nicht mehr beim Heer dienen. Da gibt es umfangreiche Studien zu. Die sind gedeckt und geschützt worden von der Bevölkerung. Die mussten ja versteckt werden oder sind über die Landesgrenzen gegangen. Deshalb, es gab eine zunehmende Unwilligkeit, wo man kann also sagen, der Wendepunkt ist so 18, 19, ja, also wo dann also sozusagen die Stimmung kippt. Und der Russlandfeldzug war ja selbst nicht nur für die Rheinbundstaaten und alle Alliierten, war es eine enorme Herausforderung. Wenn Sie sich vorstellen, 600.000 Männer, Pferde, Anhänger, ja, das ist, Leipzig hatte 40.000 Einwohner ungefähr in dieser Zeit. Das sind viele, viele Großstädte, die da durch diese Gegenden gezogen wurden. Die sind wie Heuschrecken über diese Territorien hergefallen, die ihnen Pferde und Kutschen und Getränke, Bier, Wein, alles, was also sozusagen nötig war, musste aus dem Land bereitgestellt worden. Das heißt, die Unzufriedenheit nahm auf allen Seiten zunehmend zu und ist dann also sozusagen in 1813, das kann man sehen, in Preußen, also auch wieder aufgrund der Berichte, zunehmend gekippt. Dass dann in dem Moment, wo also die Niederlage eingesetzt hat, ja, mit Moskau, das war wirklich das Signal, dann auch sozusagen die Hoffnung bestand, jetzt können wir ihn also wirklich besiegen und also die Stimmung dann auch zunehmend umgekippt. Das war natürlich artikuliert. Also ich habe mir ja die Tagespresse breit angeguckt, Flugschriften und Lieder und Gedichte und auch Kriegspredigten in breitem Maße. Das ist dann auch zunehmend breit artikuliert worden, weil dann auch im Zuge des Krieges die Zensur aufgehoben worden. Also solange wir Zensur haben, da konnte man, also im Rheinbund durfte alles gegen Preußen gesagt werden und gegen die Briten, aber natürlich nichts gegen Napoleon. Und in dem Moment, als dann der Krieg sozusagen zurückkam, nach dem Russlandfeldzug, ist die Zensur auch de facto aufgehoben worden. Und dann geht wirklich eine Flutwelle von Propaganda gegen Napoleon los. Und die bewegt sich dann mit der Front sozusagen Richtung Westen. Was natürlich die einzelnen was wirklich die einfachen Menschen gedacht haben, werden wir nicht erfahren. Das ist immer unser Problem. Ja. Es gab aber keine Demoskopie Anfang des 19. Jahrhunderts, bedauerlicherweise. Aber die Tatsache, dass zum Beispiel ganz normale Prediger, ja, also sozusagen in ihren Predigten, also wirklich auch diese Kriege unterstützt haben, dass es diese Kollekten gab, dass 50% der jungen Studenten in den Universitäten als Freiwillige die Kriege unterstützt haben, 1813 in Preußen, das sagt natürlich erstmal was. Also dass man kann, also wir haben eine lange Diskussion in der Geschichtsschreibung darüber, ist das eine neue nationale Bewegung oder nicht? Wie breit war die Unterstützung dieser antinapoleonischen Bewegung und der Kriege? Das ist eine ziemlich müßige Diskussion, denn also dass da eine Bewegung war, da gibt es genügend Zeichen. Das war noch nicht Nationalismus, das war Patriotismus, das war Verteidigung des Vaterlandes, das war Verteidigung des Königs, zum Teil war es auch deutsch-nationaler Nationalismus. Das heißt, es war eine Gemengelage. Ja. Aber wichtig ist eben wirklich, dass wir sehr genau uns ansehen, wie hat sich die Stimmung verändert. Und die hat sich dramatisch verändert. Er war zu sehr Tyrann ab einem bestimmten Zeitpunkt. Die Balance zwischen, um diese Gegenüberstellung aufzugreifen, zwischen
Reformator und Tyrann, die ist irgendwann gekippt um 1810. Und es hatte sich gezeigt, dass er nicht mehr unbesiegbar war. Richtig. Ganz wichtig. Und er hatte eine 500.000 Soldaten verloren in Russland. Ja. Von also 600.000, 500.000 verloren. Ja. Und dann interessant. Und viele Deutsche waren dabei. Ja, aber interessanterweise die Mobilisierung 1813, das ist ja eine Leistung, wenn man sich überlegt, wie viel, also da sind 25.000 sozusagen von den Alliierten sind zurückgekommen. Wirklich die Leistung, wieder ein so großes Heer zu mobilisieren bis August, ja, oder auch früher, das hat natürlich in starkem Maße dann auch die Frankreich getroffen. Das heißt, da war Frankreich, und da gibt es neue Untersuchungen, in erheblichem Maße das erste Mal ganz stark zu einem Zeitpunkt, vorher hat es sich natürlich über langen Zeitraum verteilt, aber wirklich in einem Zeitpunkt Massenaushebung. Und das hat auch in Frankreich dann zu Widerstand und Protest geführt. Und Desertationen steigen auch in Frankreich. Ne? Ja. Also auf Napoleon, diesmal bezogen, auf Napoleon bezogen, in dem Maße, wie der Tyrann in ihm doch mehr und mehr wächst, verliert sich offenbar das militärische Genie. Nehmen wir zum Beispiel doch die Völkerschlacht von Leipzig 1813. Was hat er denn da falsch gemacht, Herr Füssel? Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, das auf einzelne Personen und einzelne Entscheidungen runterzubrechen. Man muss die Vorgeschichte natürlich sehen, den Russlandfeldzug, auch die Erfolge der Alliierten im Vorfeld, auch die Erschöpfungszustände der französischen Armee und auch diese gewaltige Größe der dort aufeinandertreffenden Armee. Frau Hagemann hat schon das kleine Leipzig sozusagen und diese riesigen Großstädte drumherum. Allein hinterher mit den ganzen Leichen und Verwundeten und Toten umzugehen, war eine bestialische Überforderung der Stadt Leipzig. Napoleon hat sozusagen dort sehr traditionell agiert, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, er hat irgendeine großartige Fehlentscheidung getroffen, sondern man muss das sozusagen sehr stark in dem unmittelbaren Kontext der Kampagne davor sehen, wo sich sozusagen ein Schwächerwerden bereits abzeichnete. Er hat gesiegt. Er hat seit August, praktisch von August bis Oktober, hat er eine Schlacht nach der anderen bereits gewonnen. Die ersten alliierten Bayern haben dann Anfang Oktober schon die Fronten gewechselt. Und also während der Schlacht selber waren nur noch Baden und Sachsen auf seiner Seite. Und de facto haben dann, weil also die sächsischen Soldaten wenig Lust hatten, gegen ihre eigenen Landsleute auf zu kämpfen, auf dem Schlachtfeld die haben Seiten sie sozusagen gewechselt. Sich umgedreht. Ja, das war eine Stimmungssache. Also ich würde auch, es war Erschöpfung, es war aber auch ein Stück, militärische Siege werden auch, und da hat Clausewitz vollkommen recht, werden natürlich auch mit der Begeisterung und der Unterstützung der Kampfmoral der Soldaten gewonnen. Und die waren nicht mehr auf Seiten Napoleons. Ist dieser sächsische Verrat nicht noch bis heute in Frankreich so ein Topos? Was heißt das? Man sucht immer die Schuld bei den anderen. Ja. Und wenn die Franzosen die Schlacht bei Leipzig verloren haben, da sind die Sachsen schuld. Aha, okay. Und wenn sie die Schlacht bei Waterloo verloren haben, da ist natürlich Napoleon nicht schuld, sondern Blücher. Grouchy. Grouchy. Darüber reden wir noch. Reden wir noch mal über die Tatsache, Sie haben das beide erwähnt, dass die Rheinbundstaaten nun fluchtartig sozusagen die Fahne verließen. War das reiner Opportunismus oder in den Rheinbundstaaten auch schon so ein Element des neu erwachenden Nationalbewusstseins, das Sie ja gesagt haben? Nationalismus würde ich nicht sehen, Nationalbewusstsein auch nicht. Patriotismus? Sondern einfach, das war Überlebensstrategie. Die hatten sehr viel von Napoleon profitiert, verdanken ihm alle. Und auf einmal sehen sie, dass der große Protektor, der ihnen vieles geschenkt hat, nicht mehr so mächtig ist, dass er möglicherweise dabei ist, das Ganze zu verlieren. Und man will die Errungenschaften behalten. Und der einzige Mittel, der übrig bleibt, ist, auf die andere Seite zu gehen. Und noch rechtzeitig. Der einzige, der das nicht rechtzeitig gemacht hat, war der König von Sachsen, als Letztes, glaube ich. Und er wurde bestraft dadurch. Er wurde gefangen genommen und dann bei den Verhandlungen in Wien hat er fast die Hälfte seines Königreichs verloren. Der König von Bayern war genauso treu zu Napoleon, hat genauso viele Soldaten geopfert. Es gibt noch ein großes Denkmal mitten in München, was daran erinnert. Aber er wusste rechtzeitig, die Seite zu wechseln, sodass er nicht bestraft wurde.
Das galt reine, für die Überlebungs-, reine Überlebungsstrategie, ja, würde ich von sagen. Von den Staaten, von den Eliten. Ja. Aber wie sah es denn mit dem einfachen Volk aus? Ich nehme jetzt mal Preußen dazu. Meine, es gibt doch von vielen Zeugnissen her gesehen, eines Moritz Arndt, viele andere, so sehr patriotische Aufwallungen in der Zeit. Das hängt wirklich von der sozialen Schicht ab. Für Preußen ist, also ich rede nicht von Nationalismus, ich rede von patriotisch-nationalen Gemengen. Und Franzosenhass. Ja, und Franzosenhass. ja, aber also ja, während, des, also während des Krieges, während der Kriegsjahre 1813, ist in der Propaganda ganz stark so eine Mischung aus deutscher Kulturnation und preußischem Patriotismus propagiert worden, mit dem Ziel, Einheit herzustellen, auch zwischen den verschiedenen deutschen Regionen, ja, um die geeint werden sollten und mussten im Kampf gegen Napoleon. Ganz stark war in der Propaganda der antifranzösische und antinapoleonische Gedanke und ganz stark war der christliche Gedanke. Also es ist ein heiliger Krieg gegen den gottlosen Tyrannen Napoleon geführt worden. Und diese Auflage, also auch die Arndtschen Wehrlieder zum Beispiel, haben beachtliche Auflagen von 100.000 Exemplaren gehabt, sind an die Armeen, an die Soldaten verteilt worden, sind in den, die Lieder sind in den Kirchen gesungen worden. Das heißt, es ist von den Eliten, von den Gebildeten, nicht von den Machteliten, die haben strategisches Machtkalkül für einen Seitenwechsel gehabt, aber von den Gebildeten schon sind sehr stark patriotisch-nationale Gedanken geteilt und propagiert worden. Also war Napoleon sozusagen der Erwecker unbeabsichtigt eines neu erwachenden deutschen Patriotismus. Ja, er ist neu erwacht. Es gab natürlich nationales Gedankengut schon lange seit der Renaissance, aber ich würde schon sagen, es ist bewusst auch geweckt worden. Also die preußischen Reformer beispielsweise und in Zusammenarbeit mit den Patrioten haben schon vor 1813 lange darüber diskutiert, wie man denn Patriotismus erwecken kann. Ja. Und haben also wirklich systematisch Schulen, Propaganda, Kirchen eingesetzt dafür, weil ihnen klar war, dass diese Form der Massenmobilisierung und die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im März 1813 nicht möglich ist, wenn da nicht eine breitere Unterstützung ist. Und gleichzeitig, was auch interessant ist, wenn nicht auch eine finanzielle und materielle Unterstützung auch der Bevölkerung, also auch der Zivilbevölkerung für diese Kriege möglich ist. Denn Preußen war bankrott, die brauchten das Geld durch Steuern und Abgaben, sonst hätten die nicht Krieg führen können. Und die brauchten auch die Ausrüstung und Bekleidung der Freiwilligen und der Landwehr. Das wurde nicht vom Staat finanziert, das wurde über die Gemeinden finanziert. Das heißt, die Landwehr ist von unten aufgebaut worden. Und das konnte man nicht nur von oben durchsetzen, da musste man Unterstützung auch ein Stück in den Gemeinden haben. Und da gibt es große Unterschiede, je nachdem, was für Erfahrungen die in der Okkupation gemacht haben und in den Kriegen gemacht haben, wie viel negative Erfahrungen die haben. Aber da sind die Unterstützungszahlen für die einzelnen Provinzen preußisch zum Teil ganz beeindruckend. Waren das denn nun Freiheitskriege oder waren es Befreiungskriege? Darüber ist ja lange gestritten worden. Was war das nun? Auch da würde ich mich meinem Kollegen Marian Schüssel anschließen. Es ist, also ich spreche nur von Kriegen von 1813 bis 15, weil diese beiden Begriffe schon in der Kriegszeit so ideologisch besetzt waren, dass sozusagen, welchen Begriff wir auch immer nehmen, wir also Partei ergreifen, das möchte ich nicht. Was wir feststellen können, ist, dass vor allem für die Deutschen, die kleine, relativ kleine Gruppe gebildeter deutschnationaler Patrioten waren es Freiheitskriege, die gehofft haben, mit der Unterstützung dieser Kriege auch mehr politische Freiheitsrechte nach den Kriegen zu gewinnen. Und sie hofften ja nicht nur auf Freiheiten, sie hofften auch, ja vielfach Einheit. Auch eine deutsche Einheit. Das wurde ja doch letzten Endes schmählich enttäuscht. War das doch ein Trauerfall der deutschen Geschichte im Grunde? Was meinen Sie, Herr François? Sie lächeln. Ja, Trauerfall ist sehr schwierig zu bezeichnen. Es kommt darauf an, wie man sich einen Idealzustand für Deutschland vorstellt. Und heutzutage sind wir uns nicht alle darüber einig. Und in dieser Zeit noch weniger. Wir haben sehr viel von Preußen gesprochen, und zwar zu Recht. Aber Deutschland bestand nicht nur aus Preußen und dem Rheinbund, sondern auch aus Österreich. Ja. Österreich war mindestens genauso wichtig. Und die nationale Bewegung wurde zuerst von Wien aus gestartet, ehe sie später von Berlin aus gefördert wurde. Vergessen wir nicht auch den Aufstand von Andreas Hofer. Andreas Hofer ist auch ein anderer Ausdruck der Rebellion gegenüber Macht. Übrigens antibayerisch. Antibayerisch und nicht, ja, ja.
aber von den Franzosen erschossen, ja, in Mantua. Gott sei Dank nicht von den Bayern. Nein. Aber das zeigt, dass eine ideale Vorstellung von Deutschland kann man nicht haben. Und was man wieder sehr gut sieht in dieser Zeit, ist dieses Spannungsverhältnis, was es schon vor der Französischen Revolution gab, zwischen Preußen und Österreich. Wer wird die führende Macht in den deutschen Ländern sein? Und keiner der beiden, Königreich einerseits, Kaiserreich andererseits, war stark genug, um sich durchzusetzen, sodass eben unterschiedliche Vorstellungen miteinander konkurrierten, auf politischer Ebene wie auch auf emotionaler Ebene. Reden wir zum Abschluss doch nochmal über Napoleons letzte Schlacht, Herr Füssel. Er hat sie verloren, das wissen wir, Waterloo in Belgien. Aber das war ja nun nicht unbedingt zwangsläufig. Welche Fehler hatte er denn da gemacht? Ja, das ist eine beliebte Frage. Man kann eigentlich sagen, dass genau das, was sonst sein Erfolgsrezept war, diesmal extrem fehlgeschlagen ist. Also die erste Maxime war, den Gegner aufzuteilen, also divide et impera, teile und herrsche. Das war auch militärisch sein Credo. Auf keinen Fall sollten sich die alliierte britisch-niederländische Armee mit der preußischen Armee vereinigen. Wir wissen, ist es doch am späten Nachmittag gelungen, diese Vereinigung. Das war also sozusagen ein Plan, der nicht aufgegangen ist. Ein anderer Plan war, mit dieser Grand Batterie, also der massierten Artillerie in der Mitte, die Briten gewissermaßen sturmreif zu schießen. Das ist nicht aufgegangen, weil das Wetter nicht mitgespielt hat. Ja, das Ganze war eine Riesenmutke, ein Matsch, sozusagen Wiese. Es hatte den ganzen Tag vorher, die ganze Nacht geregnet. Erst gegen 11 Uhr konnten die Kampfhandlungen eigentlich beginnen, statt um 8 oder um 7 Uhr früh morgens. Das bedeutet, der Artillerieeinsatz, wie er eigentlich vorgesehen war, konnte in dieser Form gar nicht stattfinden. Dann hatte sich Wellington, das muss man auch berücksichtigen, es ist nicht nur immer die Frage, welche Fehler hat Napoleon gemacht, sondern wie schlau war möglicherweise auch sein Gegner. Das wird dann immer unterstellt, dass es eigentlich nur am Versagen des Genies gelegen hat und nicht möglicherweise auch einem ganz trockenen Kalkül des Briten, der sich da sozusagen in einer leichten Anhöhe sozusagen sicher verschanzt hatte. Und die Franzosen im Prinzip, sie haben sich den ganzen Tag totgerannt, sozusagen in diesem Matsch gegenüber den Briten. Und das hat dann nach dem Eintreffen der Preußen natürlich auch noch sozusagen von der Seite dazu geführt, dass langsam die französische Armee immer mehr ermattet ist. Und heute wird immer wieder diskutiert, ja, wie ist das mit der alten Garde und so weiter. Das sieht man heute etwas differenzierter, als dass man sozusagen diesen heroischen Kampf bis zum letzten Mann thematisiert. Man sieht aber, die Garde stirbt, aber sie ergibt sich. Dass nicht. Sie deutlich stabiler und länger angeblich dort sozusagen ausgeharrt hat, als das landläufig ist. Also dass es nicht, diese Panik nicht so früh eingesetzt hat. Aber natürlich ist irgendwann auch die letzte Mobilisation von Napoleon, also die junge Garde, die alte Garde, sozusagen ins Feld geführt worden und die waren tatsächlich erschöpft. Aber wie gesagt, zu den Fehlern kann man sagen, sein Erfolgsrezept, wo er sich sehr sicher war, das wird auch hier passieren. Das Erfolgsrezept aus verschiedenen Gründen, die mit dem Territorium zusammenhängen, also wie das Schlachtfeld eigentlich materiell sich gestaltet, die aber auch mit anderen, mit der Kommunikation zusammenhängen, mit Grouchy, Sie haben ihn erwähnt, der also ganz woanders weilte und ihn nicht unterstützen konnte. Das hatte er ihm hinterher natürlich extrem übel genommen und das sozusagen als Unfähigkeit oder vielleicht sogar bösen Willen ausgelegt. Aber das waren das, was man mit Clausewitz eben Friktionen nennt, also unvorhergesehene Zwischenfälle, die eine solche Schlacht eigentlich ausmachen. Eine Schlacht besteht eigentlich mehr aus solchen Friktionen als aus genauen Plänen, die dann genauso wie auf dem Papier sich in der Realität entfalten. In der deutschen Literatur wurde ja gleichwohl lange Zeit immer gern darauf verwiesen, dass es die Preußen gewesen seien unter Blücher, die Schlacht entschieden hätten. Und da wird ja gerne immer dieser Spruch zitiert, ob er so gefallen ist, wissen wir nicht, von Wellington, ich wollte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen. In Großbritannien sieht man nun die Frage, wer war der eigentliche Sieger, völlig anders als hier. Wie war das denn aus Ihrer Sicht, Frau? Ja, interessanterweise hat sich da, wie in vielen anderen Fragen, die wir diskutiert haben, im Verlauf der letzten 200 Jahre die Interpretation sehr geändert. Blücher ist als großer Held von Waterloo in London in den Monaten nach der Schlacht gefeiert worden. Es gab also Paraden, es gab Bälle, es gab Empfänge, es gab Gedenkmünzen. Und er ist überall in der Presse gewesen. Und also sozusagen diese Aneignung der Erinnerung der Schlacht also als britischen Sieg, das hat dann also sozusagen erst in den nächsten Jahrzehnten stattgefunden. Und also wenn man selber der große Sieger ist, dann neigt man auch gerne dazu, die Leistung der Koalitionspartner zurück zu sozusagen runterzusetzen. Das gilt im Übrigen ja nicht nur für auch
wenn man jetzt mal die ganzen Kriege sich 18, 13, 15 anguckt, nicht nur für Österreich, was immer gerne vergessen wird, sondern genauso für Russland. Ja, also die Beteiligung von Russland, also die Leistung von Russland an diesen Kriegen und auch an dem Sieg über Napoleon ist eigentlich erst in den letzten 10 Jahren von der Geschichtsschreibung wirklich auch wahrgenommen und anerkannt worden. Das heißt, das Interpretationen verändern sich sehr schnell. 6 Jahre nach der Niederlage Waterloo starb Napoleon in Verbannung auf der Insel St. Helena. Nun hätte man ja denken können, dass die Franzosen vielleicht doch froh gewesen wären, dass sie ihn bei all den vielen Opfern, die seine Zeit gefordert hat, überwunden hätten. Stattdessen wurden seine Gebeine 20 Jahre später triumphierend nach Paris überführt. Wie kommt es denn, dass dieser Mann trotz aller Leichenberge, die er verursacht hat, dennoch Nationalheld wurde und bleibt? Und bleibt umstritten. Und deswegen ist seine Erinnerung auch lebendig, weil sie nicht eindeutig ist. Es gibt in Frankreich viele Personen, die ihn bewundern für seine Leistungen, sei es im Innerfrankreich oder auch für seine Feldzüge, aber auch viele andere, die ihn überhaupt nicht mögen. Wir haben in Frankreich eine republikanische Verfassung. Die Dritte Republik nach der Niederlage, der zweiten Niederlage von 1870, übrigens von preußischen Generälen auch durchgeführt, die die Lehren aus Napoleon gezogen hatten. Die Dritte Republik wollte die Erinnerung an Napoleon verbannen. Und lange Zeit wurde sie verbannt. Aber in breiten Schichten der Bevölkerung blieb er als der große Held und vor allem nicht nur, weil er gesiegt hatte und Frankreich die Macht gegeben hatte, sondern auch, weil er am Ende besiegt worden ist. Das heißt, er war gleichzeitig ein Held und ein Märtyrer. Und da die Nachkommenden nicht so glänzend waren. Was bleibt von diesem Mann aus deutscher Sicht, Herr Füssel? Oh, das sind eine ganze Vielzahl von Aspekten. Ich denke, der Rechtsreformer, der Code Civil, auch Code Napoleon genannt, ist gerade in der deutschen Rechtsgeschichte immer wieder umstritten gewesen. Es gab also viele Befürworter, es gab dann auch harsche Gegner wie Savigny, der es als große Schweinerei bezeichnet hatte. Es gab eine ganz bizarre Rezeption im Nationalsozialismus, wo man das als germanisches Recht identifizierte. Ja, das lag an nordfranzösischem Gewohnheitsrecht, was eingeflossen ist. Also es ist eine ganz ambivalente und wechselhafte Rezeption dieser Rechtsreform, die ja vor allem in Rheinbundländern sozusagen auch eine gewisse Dauerhaftigkeit hatten. Das wäre also einmal dieser Aspekt. Dann das wurde von Frau Hagemann schon ausgeführt, diese Effekte, diese paradoxen Effekte sozusagen, diesen latenten Patriotismus und dann in offenen Nationalismus sozusagen überschlagen zu lassen, das wird auch natürlich erinnert gewissermaßen. Und im Bereich der Militärgeschichte, das haben wir auch schon diskutiert, Clausewitz, vor Clausewitz und auch die Folgen, ist ja natürlich Napoleon immer als der große Feldherr auch in der deutschen Presse, in der deutschen Geschichte, den deutschen Militärhistoriografen gewürdigt worden, mit allen ambivalenten Folgen dieser Deutungen. Und im 19. Jahrhundert zum Beispiel ist Napoleon immer mit Friedrich II. Verglichen worden. Und es wurde dann immer gefragt, wer ist eigentlich der Größere, Friedrich der Große oder Napoleon? Napoleon wurde ja nie der Große genannt. Aber die Deutschen haben dann auch einen eigenen Diskurs entwickelt, wie sie diese beiden Figuren immer wechselseitig miteinander verglichen haben. Was also zeigt, dass auch die Würdigung des sozusagen imperialen Eroberers, Militärs immer neben dem Rechtsreformer und dem Neuordner sozusagen der europäischen Territorien eine Rolle spielte. Wir haben noch eine Minute, Frau Hagemann. War dieser Mann, von dem wir reden, denn als der große Usurpator des 19. Jahrhunderts auch in gewisser Hinsicht so ein Vorbild für die Feldherren und Usurpatoren des 20. Jahrhunderts? Anknüpfend an das, was ich vorher gesagt habe, für Kriegstheoretiker und für Militärschulen in der gesamten Welt war er durchaus als genialer Feldherr lange, lange ein Vorbild. Und so ist er auch erinnert worden. Wir sehen das heute ein bisschen anders. Und was wir eben tun, also als Historiker, ist wirklich auch diese europäischen Kriege auch in ihren kolonialen Kontext zu setzen. Denn das haben wir heute nicht diskutiert, das ist aber wichtig, dass natürlich das ein Teil des großen 100-jährigen Konfliktes im 18. Jahrhundert zwischen Großbritannien und Frankreich war, aus dem Frankreich als siegreiche Nation und große Kolonialmacht und Weltbeherrscherin hervorgegangen ist. Insofern
Wenn man das jetzt als Perspektive nimmt, dann wird Napoleon, ist er nicht mehr ganz so erfolgreich. Okay, das musste noch mal gesagt werden. Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat, so sagte es Voltaire. Wir sehen das selbstverständlich völlig anders. Ihnen dreien danke ich für Ihre interessanten Aussagen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu.